das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Wochenlang gingen die Corona-Fallzahlen in Deutschland langsam, aber stetig zurück und mit ihnen sank der Inzidenzwert in Richtung 50. Doch der Trend hat sich umgekehrt. Seit heute sind wir wieder bei wöchentlich mehr als 60 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Und das könnte nicht nur die zuletzt keimenden Hoffnungen auf Oster- und Frühjahrsurlaube wieder ganz schön dämpfen, sondern auch die Debatte wieder anwerfen, welche Beschränkungen für bereits Geimpfte wieder aufgehoben werden könnten. Auch EU-weit, Griechenland etwa, will Geimpfte wieder an seine Strände lassen. In Israel ist diese Debatte entschieden. Dort ist heute der grüne Pass eingeführt worden, der den Geimpften einen Teil der alten Rechte und Freiheiten zurückgibt. Mike Lingenfelser berichtet, wie die Ersten daraus neue Kraft schöpfen. Für Hadass Golos fühlt sich der heutige Tag wie eine neue Zeitrechnung an. Nach langem Lockdown darf sie ihr Fitnessstudio wieder öffnen. Auch Schwimmbäder, Museen, Theater sind wieder auf. Dank des sogenannten grünen Passes. Nur damit darf man rein. Alle zweifach gegen das Coronavirus Geimpften sowie Genesene können ihn bekommen. Ein Zertifikat mit QR-Code fürs Handy oder zum Ausdrucken als Nachweis. Der Andrang ist groß, auch wenn zu Beginn nicht alles glatt lief. Viele, die den Pass ausdrucken wollten, konnten das nicht, weil die entsprechende Internetseite des Gesundheitsministeriums zeitweise überlastet war. Ein fröhliches Wiedersehen mit ihren Mitgliedern. Nach 6 Monaten Betriebsverbot. Doch wer den grünen Pass heute nicht dabei hat oder gar nicht geimpft wurde, muss wieder gehen. Bei Verstößen drohen sogar Gefängnisstrafen. Ich verstehe die Wut dieser Leute. Die Meinungen gehen auseinander. Jeder hat das Recht, ins Fitnessstudio, Kino, Theater zu gehen. Man kann die Leute nicht zur Impfung zwingen. Es ist ja ihr Körper. Das ist ein großes Dilemma. Auch Israels Einkaufszentren sind ab heute wieder auf. Bemerkenswert, jeder, der fieberfrei ist, darf rein. Auch ohne grünen Pass. Gesundheitsexperten kritisieren die Öffnung. Die Regierung hat sich Beobachtern zufolge schlicht dem Druck der Wirtschaft gebeugt. Cafés und Restaurants bleiben geschlossen, dürfen weiter ihre Waren aber als Takeaway verkaufen. Während auch auf den Straßen wieder Einkaufsbummel erlaubt sind, müssen Kinder und Jugendliche der Mittelschulen zu Hause den Fernunterricht fortsetzen, zum Verdruss von Eltern und Lehrern. Die Infektionszahlen sind noch immer hoch in Israel, auch wenn fast ein Drittel der Bevölkerung bereits durchgeimpft ist. Doch die Impfbereitschaft hat abgenommen. Um Anreize zu schaffen, setzen Kommunen auf bisweilen kuriose Anreize. Freibier für Impflinge in einer Tel Aviver Bar. Berichte zu Forschungsdaten von Pfizer-BioNTech und dem israelischen Gesundheitsministerium wecken eine Hoffnung, dass Geimpfte womöglich kaum noch ansteckend sind. Doch das noch nicht veröffentlichte Papier muss noch von unabhängiger Seite überprüft werden und ist auch daher begrenzt aussagekräftig. Da fragen wir nochmal nach, Mike Lingenfelser in Tel Aviv. Wenn Geimpfte nicht mehr ansteckend wären, der Beleg dafür wäre ja ein Durchbruch in der Pandemie. Darauf warten wir alle, doch es bleiben Fragezeichen. Welche sind das? Nun, es ist eben nur ein Bericht und noch keine voll durchdeklinierte Studie. Und die Autoren dieser Studie relativieren selbst, dass man den Effekt ihrer Daten auf eine mögliche Übertragbarkeit nach Impfung, Übertragbarkeit des Coronavirus eben nicht überschätzen sollte, keine voreiligen Schlüsse ziehen sollte. Auch wegen der Methodik dieser Studie. Die Vergleichbarkeit von Geimpften und Nicht-Geimpften ist eben nur begrenzt gegeben in diesem Bericht. Denn Kontrollgruppe und Versuchsgruppe sind nicht systematisch angelegt worden. Und die Corona-Tests, die hier zugrunde liegen, basieren weitgehend auf freiwilligen Tests. Man muss also es im Grunde so formulieren, wie es der Corona-Beauftragte in Israel heute nochmal klargemacht hat. Unterm Strich ist es eben immer noch unklar, ob die Übertragbarkeit nach Impfung ausgeräumt werden kann. Es bleibt also leider nur bei der Hoffnung und noch nicht beim Durchbruch. Mike Lingenfelser, vielen Dank für die Aufklärung nach Tel Aviv. Das historische Zitat ist unübersehbar und bewusst gewählt. So wie an dieser Tür hier schlugen Frauen der Reformbewegung Maria 2.0 Land auf, Land ab heute ihre Thesen an die Türen katholischer Kirchen und Gotteshäuser. Ob daraus gleich eine Reformation, wie einst nach Martin Luthers Vorbildaktion folgt,
wäre wohl eine gewagte These. Bewusst gewählt ist aber auch der Zeitpunkt, um mehr Rechte und Möglichkeiten für Frauen in der katholischen Kirche zu fordern. Denn ab Dienstag geht es beim Frühjahrstreffen der deutschen Bischöfe um die Zukunft der Kirche in Deutschland. Birgit Rätsch und Simon Berninger. Die Kirche St. Michael in München-Perlach. Auch hier heften die Frauen von Maria 2.0 ihre Thesen an. Sie fordern unter anderem den Zugang von Frauen zu Weiheämtern, Aufklärung der Missbrauchsvorwürfe und Abschaffung des Pflichtzölibats. Kaum hängen die Plakate, kommt es zu dieser Szene. Ich habe drei Kinder und Enkelkinder, hallo. Die denken alle nicht so wie Sie. Ja, was Sie Hirn haben, das ist ja so wichtig, Tuerei, sowas. Das geht gegen das ganze Menschlichkeit, sowas. Eine Frau soll wichtig sein wie ein Mann alles. Hallo, wacht mal auf, ihr seid. Hey, ich bin gerade zum Kochen und zum Putzen gut genug und zum Denken schon mal überhaupt nicht. Und er ist gut, weil er ein Mann ist und ich bin Dreck, weil ich eine Frau bin. Also sowas ist mir, glaube ich, in den letzten 58 Jahren nicht passiert. Anfeindungen wie diese sind zwar Einzelfälle, aber die Frauen sehen sich vielen Widerständen ausgesetzt. Aber es gab auch Frauen, die den Handzettel nicht haben wollten, weil sie diese Aktion nicht verstehen, nicht teilen. Das finde ich schade. Wie kann man als Frau nicht dafür sein, dass Frauen ihre Berufung leben dürfen oder dass Frauen ihre Rechte haben? Andernorts geht manchmal sogar Angst um. In Herrsching am Ammersee dürfen die Maria 2.0 Frauen auch in der Kirche ihre Thesen anschlagen, mit weitreichenden Folgen. Es gibt auch da Beschimpfungen oder muss sogar sagen, auch Bedrohungen gegeben haben. Und ich meine, das widerspricht eigentlich unserem christlichen Leitbild komplett. Offen positiv äußern sich nicht viele Priester. Das sind Frauen, die das Gemeindeleben aktiv und maßgeblich mitgestalten. Und die Forderungen, die sie erheben, sind ja auch in keiner Weise absurd oder ungewöhnlich, sondern das sind Forderungen, die in der Kirche seit vielen Jahrzehnten erhoben werden. Wie hier in Würzburg hoffen die Frauen bundesweit auf eine breite Diskussion ihrer Thesen, vor allem auf der Bischofskonferenz, die am Dienstag beginnt. Ich hoffe, dass Priester, Bischöfe an ihren Kirchen die Thesen dann auch lesen und gucken, was draufsteht und nicht nur das abreißen und in den Müll schmeißen. So wie hier in der Münchner Innenstadt. Das Plakat war nach einer Stunde weg. Im Streit über das Atomabkommen mit dem Iran hat die Internationale Atomenergieagentur IAEA mit der Führung in Teheran eine Fortsetzung der Kontrollen vereinbart. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Jens Riva. Nach seiner Rückkehr aus Teheran sprach der IAEA-Chef Grossi von einem vernünftigen Ergebnis. Die Kontrolleure könnten ihre Arbeit im Iran zunächst fortführen, aber in geringerem Umfang. Die sei zunächst auf 3 Monate beschränkt, stabilisiere aber die Lage, um politische Schritte zu ermöglichen. Dienstag wäre ein Ultimatum abgelaufen, mit dem der Iran die Inspektionsmöglichkeiten der IAEA einschränken wollte. In der Slowakei ist an die Ermordung des Investigativjournalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova vor 3 Jahren erinnert worden. Die slowakische Präsidentin Čaputová sagte, der Mord stehe im Zusammenhang mit Kuciaks Recherchen. Sie forderte, die Auftraggeber des Mordes zur Verantwortung zu ziehen. In Barcelona ist es den 6. Tag in Folge zu Protesten gegen die Inhaftierung des Rap-Musikers Hasél gekommen. Am Abend gab es erneut Auseinandersetzungen mit der Polizei. Randalierer warfen Gegenstände auf Polizisten. Es gab Festnahmen. Zuvor hatten Künstler friedlich mit Graffiti für die Freilassung von Hasél demonstriert. Es gilt als frühester schriftlicher Nachweis für jüdisches Leben nördlich der Alpen. Das Edikt des römischen Kaisers Konstantin, das im Jahr 321 Juden erlaubte, in den Stadtrat berufen zu werden. Anlass für das Jubiläumsjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, das heute offiziell mit einem Festakt eröffnet wurde. Eine gute Gelegenheit zum besseren Kennenlernen von Juden und Nichtjuden hierzulande soll dieses Festjahr sein, aber keine Jubelarie, so der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster. Zu zahlreich waren die dunklen Kapitel. Ilana Goldschmidt und Adrian Oeser. Ich verstehe es nicht, wie jüdisches Leben nach dem Krieg wieder hier in Deutschland entstehen konnte, sagt die 17-jährige Joelle Zipper. Sie besucht in Frankfurt am Main die jüdische Schule. Jude in Deutschland sein, heute eine Selbstverständlichkeit?
Nach der Shoah war jüdisches Leben in Deutschland eigentlich undenkbar. Die Juden, die dann hier waren nach dem Krieg, nach der Shoah, waren Menschen, die zufällig hier gelandet waren. Sie hatten alle eine heftige Holocaust-Geschichte hinter sich. Und das waren Menschen, die verletzt waren an Körper und an Seele. Tausende Holocaust-Überlebende strandeten in Camps für Displaced Persons. Entwurzelte Menschen, meist Juden aus Osteuropa, die alles verloren hatten. Unter ihnen war auch die 1929 geborene Ruja Orlean. Für solche Leute, wie ich bin, die so viel als Kind erlebt haben, war das ein Paradies. In dieser geschützten Umgebung ließ sich ein Neubeginn wagen. Was Überlebende haben, ist ein unbändiger Lebenswille. Sonst hätten sie nie nach dieser Katastrophe Familien gründen können. In den 50er Jahren blieben Juden in Deutschland meist unter sich, erzählt Fischel Einwohner, der mit seiner Familie 1956 aus dem DP-Camp Föhrenwald nach Frankfurt kam. Er beschreibt das Verhältnis zu den deutschen Nachbarn. Und am Anfang war das schon etwas seltsam, wenn du kamst und der Vater drüben hat die Bilder abgehängt vom Opa in der SS-Uniform. Und es war schon. In Deutschland ankommen, ein langer Prozess. Für Joelle Zipper ist Deutschland ihre Heimat als selbstbewusste Jüdin. Ich bin auf jeden Fall offen mit meinem Judentum drauf. Es ist ein Teil unserer Identität und wir zeigen das. Doch alltäglicher Antisemitismus und Anschläge wie der auf die Synagoge von Halle lassen viele Juden zweifeln, ob Deutschland wirklich sicher ist. Eins ist dabei klar. Wir müssen, wenn wir uns angegriffen fühlen, aufstehen und eben nicht sagen, nein, wir sind hier nicht zu Hause, wir müssen den Mund halten, ganz im Gegenteil. Das ist jüdisches Selbstverständnis. Unser Reporterteam hat noch viele weitere Eindrücke jüdischen Lebens in Deutschland gesammelt und daraus einen eindrucksvollen Film gemacht, zu finden in der Mediathek des Hessischen Rundfunks unter dem Titel »Wir leben weiter«. Nachdem wir gestern nach der 2:1-Niederlage der Bayern in Frankfurt spekuliert haben, dass das Meisterschaftsrennen in der Fußball-Bundesliga wieder offener werden könnte, Andreas Keckel, ist es heute genau so gekommen. Ja, und zwar, weil die Leipziger ihre Hausaufgaben souverän erledigt haben. Heute 3:0 gewann RB bei der mittlerweile seit 8 Spielen sieglosen Berliner Hertha und sitzt den schwächelnden Münchnern jetzt aber mal so richtig im Nacken. 2 Punkte Rückstand nur noch für das Team von Julian Nagelsmann. Und die Bayern, die müssen demnächst noch in Leipzig antreten. Wenn das also nicht mal eine Riesenchance ist, den großen Münchnern doch noch die 9. Meisterschaft in Serie zu vermasseln und selbst zum ersten Mal einen nationalen Titel zu holen. Leipzigs Coach Julian Nagelsmann war zufrieden. RB hatte heute die nötige Ruhe im Spiel und das feine Füßchen von Marcel Sabitzer. Sein Traumtreffer zum 1:0, atemberaubend. Eine Bewerbung für das Tor des Monats. Und für den Herzchen-Button. Ich habe ein gutes Vertrauen in meinen rechten Fuß. Und springt ein bisschen auf, trifft ihn dann natürlich top und fällt gut rein. Auf jeden Fall sehr schönes Tor. Sabitzer trifft aus der Distanz besonders gerne. Und ein paar Meter entfernt vom Spielgeschehen litt Herthas Coach Pal Dardai so richtig, weil sein Team auch in der 2. Hälfte Chancen ungenutzt ließ. So wie hier Matthäus Kunja. Und wie Maximilian Mittelstädt. Leipzig hat verdient gewonnen zum Schluss, weil wir haben nach 1:0 solche Fehler gemacht haben, was du nicht leisten kannst in diesem Niveau. Fehler wie der Ballverlust von Guendouzi. Mükiele mit dem 2:0. Die Kugel zu leicht hergegeben, RB eingeladen. Und Leipzig traf noch einmal kurz vor dem Ende durch Willi Orban. Das 3:0, eine klare Grußbotschaft Richtung Bayern München. Bayern hat jetzt mal 5 Punkte liegen lassen, wir waren da. Und deshalb ist es jetzt enger geworden. Wir bleiben dran bis zum Ende. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und haben wir heute gut gemacht. Dass Bayern nach wie vor der Top-Favorit ist und das wird sich auch nicht ändern, ist, glaube ich, relativ normal. Trotzdem versuchen wir, fokussiert zu bleiben, wie wir es heute auch gemacht haben, über die 90 Minuten unsere Spiele zu gewinnen. Und dann können wir schauen, was am Ende möglich ist.
Stand jetzt sind es 2 Punkte auf den Rekordmeister und auf die Tabellenspitze. Ja, so können tatsächlich Spieler dreinschauen nach dem Schlusspfiff, die mit ihrer Mannschaft gerade kurz zuvor, noch dazu in der letzten Minute der Nachspielzeit, die drohende Niederlage abwenden konnten. Wieso die Leverkusener nicht um die Wette strahlen in dieser Szene? Leicht zu erklären. Schließlich lässt das bescheidene 1:1 in Augsburg den Rückstand auf das erklärte Ziel Champions League auf 5 Punkte anwachsen. Die Talfahrt also, die hält weiter an, auch wegen eines Missgeschicks, das zumindest einem Leverkusener heute eine ziemlich unruhige Nacht bescheren dürfte. Bundestrainer Löw adelt die Partie mit seiner Anwesenheit. Er sieht Fußball verkehrt gleich zu Beginn. Niklas Lomp in seiner ersten Bundesliga-Partie von Beginn säbelt über den Ball. Augsburgs Niederlechner braucht nur noch einzuschieben. Egal aus welcher Perspektive man die Szene betrachtet, es bleibt ein Riesenbock. Lomp spitzelt sich selbst den Ball mit dem Standbein vom Fuß. In der 5 Minute habe ich gedacht, das kann jetzt wirklich nicht passiert sein. Und ja, schwer zu beschreiben. Genau wie das Geschehen auf dem Platz. Keine Chancen, stattdessen entwickelt sich ein wahres Meckerspiel. Alle sind beteiligt. Auch Augsburgs Präsident Hoffmann und Leverkusens Trainer Bosch. Diaby prüft Ginkiewicz, eine absolute Ausnahme. Ja, gehen so ein bisschen wellenartig durch die Rückrunde, haben schon auch etliche Spiele verloren. Und ich glaube, da fehlt ein bisschen die Leichtigkeit und das Selbstverständnis, Spiele zu gewinnen. Der FCA punktuell im Angriffsmodus bekommt von Schiedsrichter Dingert einen Elfmeter zugesprochen. Die Leverkusener kommentieren, der Videoschiedsrichter entscheidet, abseits zuvor, also kein Strafstoß. Zweite Halbzeit. Der eingewechselte Frimpong und Petersen beharken sich, Schiedsrichter Dingert bleibt standhaft, kein Elfmeterpfiff. Stattdessen wieder Diskussionen. Niederlechner will doch noch einen Strafstoß für Augsburg. Das gelingt wieder nicht. 94. Minute. Leverkusen gibt nicht auf. Tapsoba mit dem Ausgleich. Am meisten freut sich Torhüter Lomp. Ich glaube, er wird jetzt nicht umfallen und wird rumheulen. Ist ein Fußballer, ist ein Mann und das Leben geht weiter. Das gilt auch für den FC Augsburg. Denn nach dem Ausgleich ist Schluss. Statt wichtiger 3 Punkte gegen den Abstieg fühlt sich das Unentschieden erstmal an wie eine Niederlage. Offensiv ein Totalausfall, hinten haarsträubende Abwehrfehler. Sie ist relativ einfach zu erklären. Die 0:4 Pleite der Bremer heute in Hoffenheim. Schwieriger wird es da schon für die Werderaner sein, diesen heftigen Rückschlag nach zuvor 3 ungeschlagenen Spielen halbwegs zu verdauen. Zumal das heute schließlich auch 3 verlorene Punkte gegen einen Mitkonkurrenten im Abstiegskampf waren. Endlich, da ist er, der dringend benötigte Heimsieg für Sebastian Hoeneß und Hoffenheim. Mega Frust dagegen bei Florian Kohfeldt nach der höchsten Bremer Saisonpleite. Ich würde es als kollektiven Ausfall heute bezeichnen. Also wir waren in allen Belangen, die uns die letzten Wochen ausgezeichnet haben, heute nicht da, was Griffigkeit angeht, was Zweikampfsituationen angeht. Dadurch sind wir auch mannschaftlich überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Die Hoffenheimer in Blau von Beginn an dominant und eiskalt. Ilas Bebu mit der 1:0-Führung, zunächst aber wegen Abseits aberkannt. Nach Rücksprache mit dem Kölner Keller wird der Treffer dann aber doch gegeben. Toprak hebt hier das Abseits auf. Bebu unwiderstehlich mit seinem 3. Treffer im 3. Bundesligaspiel in Serie. Erlösende Augenblicke für Sebastian Hoeneß. Und es kommt noch besser. Als Christoph Baumgartner wie eine Planierraupe durchs Bremer Zentrum pflügt, das 2:0 kurz vor der Pause. Der junge Österreicher von der indisponierten Werder-Deckung nicht zu stoppen. Bremens Coach Kohfeldt wie im falschen Film. Dieses Gefühl der Ohnmacht bleibt auch nach der Pause. Der famose Ilas Bebu und Mittelstürmer Munas Dabur macht im Stile eines Gerd Müller das 3:0. 4 Minuten nach dem Wechsel ist bereits alles geklärt. Mit dem Schlusspfiff schraubt Hoffenheims Neuzugang Jorginho Rüter mit seinem ersten Bundesligator das Ergebnis sogar noch auf 4:0. Der 18-jährige Franzose, ein Riesentalent. Und wir haben zu den richtigen Zeitpunkten Tore gemacht. Ja, und ich denke, am Ende des Tages geht tatsächlich das Ergebnis auch in der Höhe in Ordnung. Ein ganz schlimmer Auftritt von Werder Bremen, während Hoffenheim daheim endlich mal seine ganze Klasse zeigt.
Ja, und so sieht die Tabelle nach dem 22. Spieltag aus. Die Bayern weiter an der Spitze, aber nur noch 2 Punkte vor Leipzig. Wolfsburg auf Rang 3, gefolgt von Frankfurt, Leverkusen und Dortmund. Hoffenheim jetzt 11., dahinter Bremen und Augsburg. Bielefeld bleibt auf dem Relegationsplatz. Mainz und Schalke auf den direkten Abstiegsrängen. Heute vor einer Woche war ich noch rodeln, heute dann am Vormittag kurzärmlich am Elbstrand unterwegs. Sven, starten wir weiter so frühlingshaft in die neue Woche? Ja, das wird so werden, Ingo. Und heute hatten wir tatsächlich Hamburg-Rekord. Also deine Erlebnisse waren wirklich verbunden mit Frühling. Auf dem Fichtelberg übrigens auch ein neuer Rekord. Und gleichzeitig im Zittauer Gebirge ganz schön kalt, oft unter 5 Grad. Woran lag's? Wir hatten hier das Hoch, viel Sonnenschein, aber hier über Tschechien den Nebel, dann der böhmische Wind, der brachte die Kühle dorthin. Und dann hier einmal hingeguckt in das Mittelmeer-Areal, da sieht man Sahara-Staub. Der wird uns ein bisschen beschäftigen. Wir gucken aufs Wetter. Man sieht einerseits den Nebel, jetzt oft dicht über Bayern, zieht weiter unter Franken und dann auch Richtung Oberrhein. Dann haben wir gleichzeitig diese Wolken, die am Nachmittag auch angefüllt mit dem Sahara-Staub mal richtig dicht werden können. Ansonsten ist es noch freundlich. Temperaturen morgen früh nördlich des Sauerlands um 12, am Alpenvorland minus 3 Grad. Am Nachmittag geht es dann rauf, im Westen noch mal auf 15 bis 20 Grad, bei Dauernebel 7, im Zittauer Gebirge 4 Grad. Die Aussichten ganz kurz, viel Sonnenschein. Im Norden am Dienstag ein paar dichtere Wolken und irgendwie weiterhin Frühlingswetter. Wir beschweren uns nicht in Hamburg. Vielen Dank, Sven, für diese Aussichten. Das waren die Tagesthemen an diesem Sonntag. Hier im Ersten kommt jetzt das Kulturmagazin, Titel, Thesen, Temperamente. Morgen begrüßt dann Karin Mioska Sie an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.